für ein interessanter alter Mann. Was für ein edles Gesicht. In Indien gibt es viele alte Männer, Memsahib. Aber nicht solche wie der mit dem gelben Turban. Er hat einen Kopf wie ein Prophet. Meint die Memsahib den Märchenerzähler? Diese Kolosse leben heute in Frieden mit uns Menschen. Aber das ist nur vorübergehend, glaubt mir. Ich sage euch, ich habe ihre Rüssel- und Stoßzähne schon vom Blut triefen sehen. Oh, ich könnte euch so viel aus dem Dschungel erzählen. Für ein paar Kupfermünzen oder für eine Handvoll Reis. Warum willst du ein Bild von mir machen, Memsahib? Ich will es mitnehmen, als Erinnerung an Indien. Das ist gut. Du wirst in dem Bild ganz Indien einfangen. Mehr noch, du wirst das ganze Dschungelbuch in meinen Augen wiederfinden. Danke, Memsahib. Ich beginne, musst du dir ein großes Schweigen vorstellen. Eine Stille, die so tief ist, dass das Ohr sie hören kann. Schließ deine Augen und sieh die riesigen Bäume. Wie Säulen eines Tempels ragen sie aus dem dunkelgrünen Teppich der Farne. Unter dem Gewölbe ihrer Kronen tummeln sich bunte Vögel. Über die obersten Zweige geht seufzend der Wind wie über das Dach der Welt. Das sind die friedlichen Pflanzenfresser in der Welt des ewigen Kampfs. Früh lernen ihre Jungen, sich vor den immer lauernden Gefahren zu schützen. Mit schnellen, geräuschlosen Bewegungen. Mit Augen, die im Dunkeln sehen können. Mit Ohren, die sogar das leise Geräusch wahrnehmen, das der Leopard verursacht, wenn er seine Höhle verlässt. Der Leopard lebt nach dem Gesetz des Dschungels. Er tötet nur, um seinen Hunger zu stillen, nie aus Mordlust. Fast alle Bewohner des Dschungels gehorchen diesem ungeschriebenen Gesetz. Der Mensch nicht. Wie oft tötet er ohne Sinn und ohne Not? Das sind die Gebieter des Dschungels, die schweigsamen Riesen vom Stamme Hathis. Ungefährdet gehen sie ihren Weg durch eine Welt ewigen Blutvergießens. Die größten Jäger des Dschungels sind die Wölfe. Sie leben in Rudeln, reißen ihre Beute gemeinsam und unterwerfen sich ganz dem Willen ihres Leitwolfes, der in blutigen Kämpfen bewiesen hat, dass er der Stärkste ist. Balu, der Bär, gilt als der weiseste aller Dschungelbewohner. Seine Stimme hat das meiste Gewicht im Rat der Tiere. Er unterrichtet auch die Jungen in allen Fragen des Gesetzes. Das Krokodil stellt sich außerhalb des Gesetzes. Faul und unersättlich, mit kalter Gier in den tückischen kleinen Augen, treibt es dahin, bereit, alles Lebendige zu verschlingen, das unvorsichtig genug ist, sich am Ufer aufzuhalten. In meiner Geschichte gibt es auch einen Prinzen. Er ist der klügste und edelmütigste unter den großen Jägern des Dschungels. Bagheera, der schwarze Panther. Er ist stark wie ein Büffel,
tollkühn wie Hathi, der Elefant, wenn er verwundet ist. Aber seine Stimme ist so sanft wie wilder Honig, der aus einem Baum tropft. Und sein Fell so seidenweich wie Daunen. Das ist der Bösewicht in meiner Geschichte, die ich euch erzählen will. Der Menschenfresser, der herzlose Mörder, Shere Khan, der Tiger. Man sagt, als er zum ersten Mal mordete, als er zum ersten Mal ohne Not, nur aus Freude am Töten ein Tier schlug, hätten ihn die Bäume des Waldes mit ihren Zweigen und Dornen gepeitscht und ihn für alle Zeit mit dem Kainszeichen gebrandmarkt. Die einzigen Dschungelbewohner, die sich in seiner Gesellschaft wohlfühlen, sind Tabaki, der Schakal, und seine Verwandte, die Hyäne. Feige Schmarotzer, die ihm schmeicheln und von den schäbigen Resten seiner Beute leben. Aber meine Geschichte handelt nicht nur von grausamen Tieren und von Guten, von Starken und von Schwachen. Ich werde auch von der weisen Schlange Kaa erzählen, die die Menschenmutter Eva einst in Versuchung führte. Was ist das Leben der Menschen anderes als ein immerwährender Kampf mit der Natur? Wehe, wenn sich die Bewohner der Dörfer und Städte nicht ohne Unterlass gegen den Dschungel wehren. Von Dornen, Moos und Schlingpflanzen überwuchert, liegt manche verfallene Stadt im Dickicht des Urwaldes. Tot und vergessen wie eine ungeblätterte Seite im Buche der Zeit. Von der Pracht eines mächtigen Königs, der über 1000 Streitwagen gebot, vor dem die Menschen in den Staub sanken, ist nichts geblieben als zerbröckelnde Mauern, an denen sich wilde Feigen sonnen. Und mancher mächtige Maharaja hat seinen prunkvollen Marmorpalast den verachtetsten aller Dschungelbewohner überlassen müssen. Den Affen. Jetzt versucht euch einmal vorzustellen, wie ich früher ausgesehen habe, als ich noch Buldeo, der berühmte Jäger, war. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Wir waren mit allem, was wir besaßen, in die Sioni-Berge gezogen und hatten beschlossen, uns dort anzusiedeln. Hierher, Leute! Hört, was Buldeo euch zu sagen hat! Wieder eine Versammlung. Buldeo hat sie einberufen. Dieser Buldeo hat immer etwas anderes auszusetzen. Komm, Durga, lass uns zu ihm gehen. Beeilt euch! Ihr könnt nicht einfach darauf losarbeiten und eure Häuser irgendwo hinbauen. Unser Dorf muss planvoll angelegt werden. Eines Tages wird es eine mächtige Stadt sein. Ja, eine große und reiche Stadt. Natürlich, eine mächtige Stadt mit marmornen Häusern. Und dort wird der Tempel stehen, gegenüber dem Marktplatz. Da will ich mein Bohnenfeld anlegen. Nein, das wird der Marktplatz, wie Buldeo sagt. Und der Friseurladen kommt neben den Tempel. Na schön, dann werde ich eben meine Bohnen woanders pflanzen. Außerhalb eurer verrückten Stadt. Geh, Durga, bring das Kind und meinen Vater zum Wagen. Komm, Natu. Du auch, Großvater. Hast du gehört? Wir bekommen einen Marktplatz und einen Tempel. Eine richtige Stadt. Tja, aber erst, wenn wir den Urwald besiegt haben. Hast du jemals erlebt, dass der Mensch gegen die Natur gewonnen hat? Setz dich hier hin, Großvater. So, Natur. So, nun geht wieder an eure Arbeit. Natu, wo bist du?
meiner Natur ist verschwunden. Beruhige dich. Der Junge kann sich nicht weit entfernt haben. Wir werden ihn schon finden. Durga, such du auf der Seite. Natu! 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 Hilfe! Hilfe, der Tiger! Hilfe! Wo ist mein Speer? Ein Feuer! Hilfe! Rettet meinen Mann! Schnell! Er ist zu spät! Schnell! Ali! Abdullah! Hilfe! Hierher! Beruhige dich, Missouri. Wir werden ihn schon finden. Armer Bruder. Arme Missouri. Das Kind ist noch im Dschungel. Wir müssen es suchen. Holt eure Waffen, Freunde. Ali! Zing! Abdullah! Tackeln! Folgt mir! Natu! Ach, das arme Baby, so ganz allein im Dschungel. Und die arme Mutter erst. Arme Mutter? Nicht jede Mutter kann sich rühmen, eine Wölfin als Amme für ihr Kind zu haben. Glauben Sie das, Subadar? Oh ja, Memsahib. Seine Exzellenz, Ihr Vater, hat mehrere solche Fälle erlebt und aufgezeichnet. Es kann wahr sein. Es ist wahr. Steht nicht geschrieben, dass die Wölfe zu Anfang der Welt Brüder der Menschen waren? Sind die ersten Menschen in Indien nicht auch von Wölfen gesäugt worden? Der kleine Natu ging ohne Scheu in die Höhle der Wölfe. Er fühlte sich unter den jungen Wölfen genauso wohl wie zu Hause in den Armen seiner Mutter. Schlief das Menschenkind ein und seine kleinen Dschungelbrüder drückten sich fest an ihn und wärmten ihn. Akela, der Wolf, und Raksha, die Wölfin, wussten, dass Shere Khan, der Tiger, draußen vor dem Eingang der Höhle umherschlich und Natu auflauerte. Sie hassten den gestreiften Mörder mit dem Kainszeichen auf der Stirn und waren bereit, das Menschenkind vor ihm zu schützen. Natu wurde in die Familie der Wölfe aufgenommen. Wuchs mit den Jungen auf. Sie nannten ihn Mowgli, kleiner Frosch. Er lernte die Sprache der Wölfe und wusste die Spuren und Laute des Dschungels bald ebenso gut zu deuten wie seine Brüder. Nach einigen Wochen waren alle Dschungelbewohner seine Freunde. Nur einer blieb für immer sein Feind. Shere Khan, der Tiger. Hat Mowgli ihn später getötet? Das fragst du noch, Memsahib? Oh ja, aber das war ein weiter Weg bis dahin. 12 Jahre sollten vergehen. 12 Jahre lebte Mowgli in ständiger Angst vor Shere Khan. Ah.
Lasst ihn mir. Oh, er hat mich gebissen. Du beißt wie ein Wolf. Gib mir einen Sarong her. Er ist ja völlig nackt. Wer bist du, Junge, und wo kommst du her? Verstehst du meine Worte nicht? Der Junge hat in seinem Leben noch kein Feuer gesehen. Er stammt aus dem Dschungel. Ja, ich glaube, er ist ein Wolfsmensch. Wir müssen gut zu ihm sein. Lasst ihn laufen. Ihn laufen lassen? Bist du verrückt? Er gehört zum Dschungel. Wo ist er? Lasst ihn mich sehen. Seht nur die Narben an seinen Armen und Beinen. Und die Hornhaut auf seinen Knien. Er ist mit den jungen Wölfen zusammen auf allen Vieren gelaufen. Mit den Wölfen? Der arme Junge. Der Junge ist im Dschungel aufgewachsen. Er hat den bösen Blick. Ja, er hat den bösen Blick. Ja, das stimmt. Buldeo hat recht. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist der kleine Junge von Messua, der vor 12 Jahren verschwunden ist. Durga. Was sagst du, Messua? Nein, er ist nicht mein Kind. Aber er ist ein schöner, kräftiger Junge. Er hat Augen wie Feuer. Jede Frau würde stolz sein, einen solchen Sohn zu haben. Mein Natu war viel zarter und hat einen sanfteren Blick. Er hat inzwischen 12 Jahre im Dschungel gelebt, Messua. Ich warne euch alle. Der Junge hat den bösen Blick. Nein, Budi. Der arme Junge hat nur Angst. Er ist nicht mein Kind, aber ich bin eine einsame Frau. Und wenn ihr es erlaubt, dann werde ich ihn um seiner Mutter willen bei mir aufnehmen und erziehen. Er ist ein Wolf. Wenn du ihn hier hältst, wirst du uns das ganze Rudel auf den Hals setzen. Er stammt aus dem Dschungel und der Dschungel bringt uns zur Unheil. Der Dschungel gibt uns nur zurück, was er uns genommen hat, Buldeo. Durga hat recht. Nimm den Jungen in dein Haus, Messua. Und vergiss nicht, mich eines Tages dafür zu belohnen, dass ich ihm heute das Leben gerettet habe. Lass ihn los! Noch nicht! Wollt ihr diesen wilden Teufel etwa freilassen, bevor ich euch beschützen kann? Ein Gewehr! Wozu? Ein Gewehr! Was hast du ein Gewehr, sage ich! Buldeo! Jetzt dürft ihr ihn laufen lassen. Vorsicht! Nein, Buldeo, nicht schießen. Du brauchst keine Angst zu haben, mein Junge. Komm. Geh mit in mein Haus. Komm. Na komm. Niemand tut dir etwas zu leid. Komm mit mir. Damit habt ihr den Fluch der Wildnis auf unsere Köpfe herabbeschworen. Und das unmittelbar vor unserem Tempel. Wildnis? Unsinn! Das Glück wird uns verlassen. Wildschweine werden unsere Pflanzungen verwüsten. Der Tiger wird durch die Straßen schleichen. Wir haben dem Leibhaftigen Tür und Tor geöffnet. Wir werden unsere Hütten verlassen müssen. Was gibt es da zu gaffen, Mahala? Mahala! Geh sofort nach Hause. Macht, was ihr wollt. Ich kann mein Kind allein vor ihm beschützen. Ah!
Schäm dich, Jutta. Ist das die richtige Art, einen neuen Hausgenossen zu begrüßen? Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem mein kleiner Natu die ersten Schuhe bekommen hat. Wolf! Wolfsjunge! Nein, diese Füße haben nie Schuhe getragen. Du bist nicht mein Sohn. Aber du erinnerst mich sehr an meinen kleinen Natu. Natu nannte mich Mutter. 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 Und wie haben die Wölfe dich genannt? Die Wölfe. Kleiner Frosch? Ja, du musst in ihren Augen ein kleiner, nackter Frosch gewesen sein. Von jetzt an werde ich auch Mowgli zu dir sagen. Komm. Komm, Mowgli. Mowgli blieb bei Messua und nach wenigen Monaten hatte er sich den Lebensgewohnheiten der übrigen Dorfbewohner angepasst und ihre Sprache gelernt. Seine Aufgabe innerhalb der Gemeinschaft war es, die Rinderherde des Dorfes zu hüten. Was machst du da? Du bist wie ein Panther. Ich dachte, jemand hätte das Versteck gefunden. Was hast du da? Geld. Was machst du damit? Was ich damit mache? Das brauche ich, um uns vor Hunger und Kälte zu schützen. Ist das von dem Schatz, den die Kobra hütet? Nein. Wenn ich einmal keinen Reis mehr habe, gehe ich zu einem Kaufmann und gebe ihm einige von diesen Münzen. Und er gibt mir dafür Reis. Da muss der Kaufmann aber ein Dummkopf sein. Geben die Menschen einem dafür alles, was man haben will? Ja. Meinst du, Buldeo gibt mir einen Dolch dafür? Wieso? Hast du denn noch keinen? Nein, einen aus Eisen will ich. Ach, wie Buldeo einen hat. Ja, ganz scharf und spitz, wie die Reißzähne von einem Tiger. Aber Mowgli, wozu brauchst du denn einen Dolch? Um ihn in die Kehle meines Feindes zu bohren. Deines Feindes? Du hast mir erzählt, wie liebevoll die Wölfe dich umsorgt haben und behauptet, alle Tiere im Dschungel wären deine Freunde. Und jetzt sprichst du von einem Feind? Wer soll denn das sein? Shere Khan. Der Tiger. Geh zu Buldeo und hol dir ein gutes Messer. Gib ihm, was er verlangt. Ein richtiges Messer? Hey! Wehe dem Tiger!
Vater hat mir verboten, mit dir zu sprechen. Wie kommt der hierher? Den hat mein Vater geschossen. Armer Freund, wir haben dich 6 Monate lang gesucht. Er war ein Vetter von Balu. Er war kein Feind der Menschen. Aber mein Vater jagt alle Bären, die er sieht. Weshalb? Mein Vater ist Jäger. Tötet denn dein Vater auch, wenn ihr nicht hungrig seid? Hungrig? Wir essen doch kein Bärenfleisch. Warum bringt er dann die Bären um? Um zu zeigen, wie mutig er ist. Mein Vater hat sogar diesen Tiger geschossen. Ach, der war schon sehr alt. Der konnte nur noch Eidechsen und Ratten jagen. Um den zu töten, brauchte man nicht viel Mut. Den konnte man im Schlaf überraschen. Prahlhans, du erlegst wohl jeden Tiger und Bären mit einem Schuss? Ich Balus Vetter töten? Wir sind zusammen fischen gewesen. Fischen mit einem Bären? Als ob ein Bär Fische fangen könnte. Natürlich kann er Fische fangen. Er lauert ihnen am Ufer auf, schlägt plötzlich zu und schon hat er einen. Habe ich dir nicht verboten, mit ihm zu reden? Ich will nicht, dass du mein Haus betrittst, das weißt du. Messua schickt mich hier. Ich will etwas kaufen. Einen Dolch. Einen Dolch? Ja. Der hier gefällt mir besser. Leg sofort das Messer weg, oder ich schieße. Willst du meinen Kopf vielleicht auch an die Wand hängen? Wie den von dem alten Tiger dort. Aber ich werde dir keine Zeit lassen. Ich sterbe, töte ich dich wie ihn. Sieh dich vor, wir sind nicht im Dschungel. Nein. Ich bin nicht im Dschungel, Buldeo. Ich bin bei euch Menschen. Aber ich bin kein Mensch. Du bist kein Mensch? Bis jetzt war ich nur ein Jungtier im Rudel. Aber jetzt kann ich mich wehren. Ich kann mich im Dschungel frei bewegen. Jetzt bin ich ein Wolf. Wirst du in den Dschungel zurückgehen? Wenn ich dir das Messer verkaufe? Dann sollst du es haben. Für 2 Annas. Messua hat mir 3 gegeben. 1, 2, 3. Siehst du? 3 sind mehr als 2. Ja, mehr als 2. Und jetzt schäde ich aus meinem Haus. So, Scherkan, jetzt werde ich dich töten. So. Und so, und so. Hast du keine Angst, in den Dschungel zurückzugehen? Angst vor dem Dschungel? Wieso? Die Wölfe sind meine Freunde. Ich gehöre zum Rudel. Aber wozu brauchst du dann das Messer? Für Shere Khan, den Tiger. Jetzt wehe ihm. Er hat mich aus dem Dschungel gejagt. Ich habe gehört, er wäre weit weg. Er hat geschworen, dass er mich umbringen wird, sobald er zurückkommt. Und ich habe ebenfalls geschworen, dass ich ihn töten werde. Mit diesem Dolch. Sag, Mowgli, ist das wahr, dass du mit Tieren sprechen kannst? Mhm. Kannst du auch mit dem Büffel Rama sprechen? Ach, Rama ist ein dummer Sklave. Er lebt schon so lange bei den Menschen, dass er die Tiersprache vergessen hat. Und der dort, kannst du mit dem sprechen? Was hat er gesagt? Weißt du nicht, was das Volk der Affen immer sagt? Wir vom Stamme der Affen sind das größte und klügste Volk im ganzen Dschungel. Wir wissen, dass das wahr ist, weil wir dauernd sagen, dass es wahr ist. Mowgli, lass mich einmal zuhören, wenn du mit den Wölfen redest. Gut. Heute Abend, wenn der Mond aufgeht. Thank you.
Hast du Angst, Mahala? Nein. Dann komm. Was hat er gesagt? Wald und Wasser. Wind und Quelle. Deine grauen Brüder sind zur Stelle. Hörst du, sie sind immer noch meine Brüder. Hi, Hati. Ich lebe jetzt bei den Menschen. Schau hier, ich habe einen Dolch. Er ist schärfer als die Reißzähne von Shere Khan. Er sagt, Shere Khan wäre weit weg. Aber er käme bald zurück und dann soll ich mich lieber verstecken. Hati, wirst du mich rufen, wenn er in unseren Dschungel zurückkommt? Danke dir, Freund Hati. Dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden auf der Strecke bleibt. Halt dich gut fest, Mahala. Bagheera! Mowgli! Deine Krallen sind sehr scharf, Bagheera. Aber lange nicht so scharf wie meine. Schau! Wer sind die Menschen, die es wagen, mir zu befehlen? Armselige Wühlmäuse und Erdfresser. Mowgli ist in den Dschungel zurückgekehrt. Mowgli, der Wolfsjunge. Wehe den Feinden meiner Brüder. Wo ist Shere Khan, der feige Mörder? Mowgli, komm zurück. Ich hab Angst. Das waren große Jäger, größer als dein Vater. Sie haben sich für unbesiegbar gehalten, aber der Dschungel hat sie doch besiegt.
Warum sind Sie von hier weggegangen? Warum bin ich aus dem Dschungel gegangen? Weil ich mich gefürchtet habe. Vor einem Tiger. Der Dschungel tötet alles, was ihm unterlegen ist. Alles, was sich nicht wehren kann. War das der Palast des Königs? Des Königs? Was ist das? Oh, Mowgli, du weißt so viel und zugleich so wenig. Das war mal eine große Stadt mit vielen Elefanten, Hunderten von Pferden und Tausenden von Menschen. Und alles das gehört einem König. Und wo ist der König jetzt? Und wo ist der König jetzt? Wo ist der König jetzt? Wo ist der König jetzt? Mahala, bist du verletzt? Nein. Die Schatzkammer des Königs. Sieh nur. Diamanten. Und Perlen. Wunderschön. Wie die, die ich Buldeo gegeben habe. Die Scheiben wandeln von einer Hand zur anderen und werden doch nicht wärmer. Aber diese hier sind so gelb. Die anderen waren braun. Das verstehe ich nicht. Das nennst du eine Schatzkammer? Hier ist nichts, was man als Waffe gebrauchen oder essen könnte. Das ist doch alles wertloses Zeug. Und ich? Bin ich auch nichts? Mutter Kobra, wir beide sind aus einem Blut. Du und ich. Du darfst das Kind der Menschen nicht umbringen. Es führt nichts Böses im Schild. Wer bist du, der du die Sprache der Schlangen beherrschst? Mowgli nennt man mich. Ich gehöre zum Dschungel. Die Wölfe haben mich aufgezogen. Mutter Kobra, was machst du hier? Ich bewache die Schatzkammer des großen Königs. Er hat mir den Auftrag gegeben, jeden mit meinem Gift zu töten, der sich an diesem Gold und diesen Edelsteinen bereichern will. Dreimal sind Diebe in dieses Gewölbe eingedrungen. Sie haben es nicht mehr verlassen. Dort liegen sie. Seht! Wir sind keine Diebe. Wer weiß? Beweg dich nicht, Mahala, bleib stehen. Warum denn, mein Junge? Lass sie doch. Sie soll sich bewegen. Sie soll tanzen. Das habe ich gern. Die anderen haben auch getanzt, bevor ich zustieß und ihnen mein Gift einspritzte. Dann zuckten sie auf, sie schrien und ihr Atem verlöschte. Töte sie, Mowgli! Töte sie! Warum denn? Ich töte keinen Wehrlosen. Schau, unsere Mutter Kobra ist schon so alt, dass sie gar keine Giftzähne mehr hat. Töte mich! Töte mich! Mit dieser Schande will ich nicht mehr leben! Wir haben genug vom Töten gesprochen. Komm, Mahala.
Wir wollen gehen. Hier, behalte deine Schätze. Nur das da will ich haben. Das kann ich brauchen, um Rama anzutreiben. Sieh nur den Rubin, Mowgli. Dafür kannst du hunderte von Büffeln kaufen. Ja, Wolfsjunge. Tausende von Büffeln. Nimm ihn nur mit. Aber pass auf, dass er kein Unglück über dich bringt. Dieser dumme Stein soll mir Unglück bringen? Ja, ich habe mein Gift überlebt. Aber dieser Rubin ist todbringender als das Gift aller Kobras zusammen. Du hast recht. Mein Gift ist ausgetrocknet. Aber dieser Stein wird meine Arbeit fortsetzen. Er ist der Tod. Hörst du? Der Tod. Aber nimm ihn nur mit, wenn du es besser weißt. Nimm ihn mit. Nein, Mutter Kobra. Ich glaube dir. Wir gehen so, wie wir gekommen sind. Es ist klug von dir, dass du den Tod nicht mitnimmst. Darf ich das zur Erinnerung mitnehmen, Mowgli? Ja, Mahala, nimm es ruhig. Steh auf, du Faulpelz. Ich habe geträumt, ich wäre eine Prinzessin in der großen Stadt des mächtigen Maharajas. Steh auf, im Ofen ist kein Feuer und in meinem Magen kein Reis. Es war ein wunderschöner Traum. Ich habe eine Märchenstadt gesehen. Schluss mit dem Gerede. Steh auf, vorwärts. Ein Traum? Das ist kein Traum. Aber vielleicht träume ich. Das ist pures Gold. Wer hat dir das gegeben, mein Schätzchen? Die weiße Kobra. Eine Kobra? Ja. Sie hat auch viele Diamanten. Diamanten? Und einen wunderbaren Rubin. Einen wunderbaren Rubin? So groß war er. Wirklich? Aber das ist doch alles Unsinn. Wo ist dieser wunderbare Rubin? Wem gehört dieses Goldstück? Wo hast du das hier, Mahala? Aus der alten Stadt im Dschungel. Ich war in der Schatzkammer des großen Maharajas. Als ich sie verließ, hat Mowgli mir erlaubt, diese Münze zu behalten. Mowgli, du warst also im Dschungel? Gestern Nacht, Mowgli hat mich mitgenommen. Aber du darfst ihm nichts antun, Vater. Du kannst beruhigt sein, ich werde ihm kein Haar krümmen. Aber du darfst niemand etwas davon sagen, Mahala. Keine Silbe, hast du gehört? Ja, Vater. Guten Morgen, Buldeo. Guten Morgen. Ich kann dich jetzt noch nicht rasieren, Buldeo. Komm in einer Stunde wieder. Hm? Kannst du nicht etwas näher kommen? Du tust ja, als ob ein Abgrund zwischen uns wäre. Oh, weh, mein armes Bein. Dieses elende Rheuma bringt mich um. Soll ich deshalb wie ein Stachelschwein herumlaufen? Du weißt nicht, was Rheuma ist, mein Lieber. Das linke Bein will einfach nicht mehr. Ach so, deshalb zitterst du wohl so mit den Händen. Du willst mich nur schlecht machen, Brillio. Wenn ich ihn schneide, dann braucht er nichts zu bezahlen. Hey, was? Schneiden willst du mich? Nein, bestimmt nicht. Hör mal gut zu, Barbier. Ich lasse mich von dir nicht behandeln wie ein Schaf, das geschoren wird. Und ich verlange... Barbier! Ja? Nimm mal den linken Fuß weg. Den da. Ah.
Den Linken, habe ich gesagt. Ach so, den Linken. Ja. Das ist der Linke, nicht der da. Das ist der Linke und das der Rechte. Diesen meine ich. Entschuldige bitte, Buldeo. Du stehst auf meinem Geld. Dein Geld? Ich habe es zuerst gesehen. Es gehört mir. Hör auf zu streiten. Es gibt genug davon. Wo denn, Buldeo? Nicht weit von hier, in der verlassenen Stadt. Hast du dort einen Schatz gefunden? Ist das wahr, Buldeo? Soll es denn das ganze Dorf wissen? Es darf niemand erfahren. Meine Tochter und Mowgli sind dort gewesen. Schirkan ist zurückgekommen. Auf, ihr Faulpelze, der Tiger kommt! Der Tiger kommt! Los zum Tempel! Alles zum Tempel! Schnell! Wir müssen zum Tempel. Nein, ich nicht. Ich habe meinen Dolch. Nein, Mowgli, ich bitte dich, bleib hier. Mowgli! Mowgli! Bleib hier, er wird dich töten. Nein, ich werde ihm das Fell über die Ohren ziehen. Dein Sohn, Messua. Was hat er vor? Er ist dem Tiger entgegengelaufen. Das ist nur Prahlerei, weiter nichts. Ich glaube, wir brauchen uns keine Sorge, um ihn zu machen. Wenn der Tiger ihn töten würde, wäre es ein großes Unglück für uns. Du kannst beruhigt sein, er wird ihn nicht töten. Wir helfen ihm, Messua.
Es ist schön von euch, dass ihr mir helfen wollt. Mowgli ist wirklich ein lieber Junge. Ich weiß, dass auch ihr ihn gern habt. Gern haben, Messua? Ich hätte selbst einen Jungen wie ihn. Sei unbesorgt. Ich bringe ihn dir bestimmt zurück. Und wenn ich ihn bis an das Ende der Welt nachspüren müsste. Schlafen. Lass mich in Ruhe. Ich muss mit dir sprechen. Wer bist du? Erkennst du mich nicht, Ka? Wie heißt der Spruch der Dschungelbewohner? Wir beide haben das gleiche Blut. Du und ich und ich und du. Komm näher. Mowgli, das Wolfskind. Der kleine Frosch, der immer mit Steinen nach mir geworfen hat. Damals war ich noch klein. Und mich einen elenden, plattköpfigen Regenwurm nannte. Verzeih mir, du bist doch unsere tapfere, unsere weise, schöne, unsere liebe, gutmütige Mutter K. Ja, du hast recht. Ich bin gutmütig. Ich bin ein Mann geworden und habe einen Dolch. Ich werde den gestreiften Mörder zur Rechenschaft ziehen. Shere Khan? Weißt du, wo er ist? Ich weiß alles. Shere Khan hat eine Antilope geschlagen und sich satt gefressen. Jetzt liegt er im Bambusdickicht am Fluss und schläft. Tabaki hat mir das erzählt. Tabaki? Ja, Tabaki, der Schakal. Hier ist er. Ka, kannst du mir sagen, wie ich ihn am besten töte? Nimm dich in Acht, dass er dich nicht tötet. Lass uns den Fluss hinaufschwimmen. Halte dich an mir fest. Ins Wasser locken, wenn du ihn besiegen willst. Er ist eine Katze und alle Katzen fürchten das Wasser. Und wenn er mir nicht ins Wasser folgt? Du bist ein Mensch. Gebrauche deine Klugheit. Ich werde ihn reizen, bis er außer sich ist vor Wut. Dann springt er mir bestimmt nach. Wenn er dir nicht zuvorkommt, kleiner Frosch. Danke dir, liebe K.A. Geh nun, ich warte hier auf dich. Wünsch mir viel Glück und eine erfolgreiche Jagd, du weiseste und schönste von allen. Viel Glück, kleiner Frosch. Guten Morgen, Shere Khan. Habe ich dich geweckt? Du schleichender Mörder. Du schrecklicher Kälberdieb. Willst du etwa fliehen, du Feigling? Das könnte dir so passen.
Du elende gelbe Bestie. Hier geblieben. Kannst du nicht mehr springen? Bist du schon zu alt? Du Froschfresser, du Mäusejäger! Heute hole ich mir dein räudiges Fell. Nein, ich komme nicht von dem Baum herunter. Komm her, wenn du etwas willst. Nimm das. Und das. Schirkan, greif mich an, wenn du Mut hast. Vielleicht hat sich der Tiger hier irgendwo im Schilf verborgen. Ihr Feiglinge! Wartet hier! Findet und ihm das Geheimnis entlockt, wird er uns sagen, er hätte ihn nicht gefunden. Du hast recht. Wir dürfen ihm nicht trauen. Hm. Geh du vor. Ich werde dir den Rücken decken. Ja? Du gehst vor und ich werde dir den Rücken decken. Vorwärts! Bei dem Büffel, den Bagheera den Wölfen gebracht hat, habe ich geschworen, dich zu töten. Jetzt brauche ich nur noch dein Fell, um meinen Schwur ganz zu erfüllen. Komm, Shere Khan, gib mir dein Fell. Du brauchst es jetzt doch nicht mehr. Du brauchst nicht mehr zu schießen, Buldeo. Ich habe ihn getötet. Er rührt sich nicht mehr. Das ist das Ende einer alten Feindschaft. Du hast ihn getötet? Gefunden hast du ihn? Nein, ich habe ihn im Wasser erstochen. Er gehört mir. Wer bist du, dass du es wagst, mir zu widersprechen? Los, steh auf!
Du hast meine Tochter gestern Nacht mit in den Dschungel genommen. Zu einer verlassenen Stadt. Vorwärts! Führ mich zu der Schatzkammer. Das werde ich nicht tun, Buldeo. Die verlassene Stadt ist ein Ort des Todes. Und die Schätze bringen Unglück über jeden, der sie anrührt. Ich werde dich nicht dorthin führen. Komm schon, du Dschungelbestie. Sonst erschieße ich dich. Das wirst du nicht tun. Du wirst dich wundern. Er wird auf den Jungen nicht erschossen haben, ne? Nein. Ich glaube eher, das war ein Zeichen für uns. Verwandle dich wieder in einen Menschen. Sei barmherzig. Und lass mir mein Leben, Mowgli. Ich habe nicht gewusst, dass du solche Zauberkräfte hast. Lass mich am Leben. Ich bitte dich, mächtiger Maharaja. Steh auf. Geh. Sag Mesur, dass Mowgli ihren Mann gerecht hat. Dass er Shere Khan getötet hat und sein Fell mit nach Hause bringen wird. Maharaja. Schau. Großer Maharaja. Geh weiter, still. Maharaja. Großer König. Sag mir auch, wo der Schatz ist. Mir auch. Er reicht bestimmt für uns alle. Sag uns, wo er ist, großer König. Ihr habgierigen Geier. Geh zurück ins Dorf. Ja, großer König. Ja. Sei gegrüßt, Maharaja. Großer König. Wo ist der Schatz? Schert euch in euer Dorf. Verzeihung, großer König. Halt! Warte, Buldeo! Hat er dir das Geheimnis verraten? Heraus damit! Wo ist der Schatz? Versuche uns nicht zu belügen. Der Junge hat dir gesagt, wo er ist. Junge, sagst du? Als er kam, habe ich euch sofort gesagt, er ist ein Zauberer. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er sich in einen schwarzen Panther verwandelt hat. Gib dir keine Mühe, Buldeo. Du kannst uns keinen Bären aufbieten. Wenn du uns betrügst, werden wir dich in etwas Schlimmeres verwandeln. Es ist so, wie ich euch sage. Geh, Bagheera, mach ihrem Streit ein Ende. Vor meinen Augen hat er sich in einen Panther verwandelt. Er ist ein Zauberer, sag ich. Ich muss das Dorf vor ihm warnen. Hier geblieben. Ich trau dir nicht. Du lügst. Heraus mit der Wahrheit. Sieh mal, Shere Khan, dort steht Buldeo, der tapfere Jäger. Oh! Oh! Los, nehmt ihn fest! Vorwärts! Nehmt ihn fest! Er ist ein Teufel! Was habe ich denn getan? Was steht ihr hier rum und gafft? Sammelt Holz und macht ein Feuer! Wir müssen ihm Gelegenheit zu einem Geständnis geben. Ja, aber dann müssen wir mit ihm allein sein. Thank you.
Wolfsjungen her! Nun kannst du zeigen, wie weit du mit deinen Zauberkräften kommst. Hast du gehört? Der Scheiterhaufen wartet auf dich. Ich frage dich zum letzten Mal, willst du gestehen oder verbrennen? Voltaire! Voltaire! Lass mich mit ihm reden. Mir wird er antworten. Gut. Sprich mit ihm. Ich werde euch allein lassen. Er wird nichts verraten. Ich glaube, wir müssen ihn verbrennen. Aber dann erfahren wir nie, wo der Schatz liegt. Wir werden ihn verbrennen. Aber nicht jetzt, ihr Dummköpfe. Er muss uns vorher zu der verlassenen Stadt im Dschungel führen. Mowgli, bitte sag mir, warum willst du ihnen das Geheimnis nicht verraten? Ich werde sie niemals zu der Stadt im Dschungel führen. Aber dann bist du doch wieder frei und kannst bei mir bleiben. Bei dir bleiben? Ja. Ich habe im Dschungel auch eine Mutter. Aber trotzdem habe ich kein Zuhause mehr. Ich weiß nicht, in welcher Welt ich leben soll. Der Dschungel wird mich ausstoßen, weil ich ein Mensch bin. Und die Menschen verjagen mich wie einen Wolf. Du hast Shere Khan getötet und wirst immer willkommen sein im Dschungel. Vielleicht wirst du der König des Dschungels. Nein, Messua. Ich kann nirgends anders hingehen als in die rote Blume. In das Feuer. Nein. Mir ist es gleich. Der Dschungel wird vom Bagheera erfahren, dass ich Shere Khan getötet habe. Nein, der Dschungel soll es von dir selbst erfahren, Mowgli. Sieh her. Hier ist dein Dolch. Mutter. Passt auf, Messua befreit ihn. Sie hat sein Messer. Er wird entfliehen. Verstehst du auch nicht, was ich will, Pundit? Doch, ich verstehe. Er soll entfliehen und wir werden ihm folgen. Ganz recht. Ihr geht zum Rande des Dschungels und wartet dort auf mich. Und passt auf, wo ihr hinläuft. Vorwärts! Eure Zeit ist um. Messua hat ihn befreit. Nehmt sie fest. Verbrennt sie! Nein, wartet! Messua ist keine Hexe. Aber Voldeo ist ein Böser! Fesselt sie beide. Bewacht sie. Wir haben ihn gesehen, er ist in dieser Richtung geflohen. Er hat nicht gemerkt, warum wir ihn entkommen ließen. Seht ihr? Da ist seine Spur. Angst. Keine Sorge, wir haben nichts zu befürchten. Wir sind bewaffnet. Gehen wir. Der
kann nicht viel Vorsprung haben. Großer Bruder, ich habe Spuren gemacht. So tief wie ein Elefant. Sie werden bald hier sein. Hörst du? Nicht so laut, großer schwarzer Schatten. Still, grauer Bruder, sonst warnen wir sie. Seht, da ist sie! Die verlassene Stadt! Schatzkammer entdeckt. Komm, ich helfe dir. Hundit, komm, wir helfen ihm. Oh! Na? Schieß! Oh, schieß doch! Nicht schießen! Nicht! So, jetzt kannst du schießen! Nein, jetzt nicht mehr! Nicht schießen! Nein, warte! Zieht mich hoch! Schieß! Jetzt! Schieß! Du hast ihn verfehlt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... 100 Millionen! Jetzt brauche ich mein Leben lang nicht mehr zu arbeiten. Vielleicht ist alles nicht echt. Doch. Es ist Gold. Echtes Gold. Das ist die Mutter von sämtlichen Rubinen, die je auf der Welt gefunden wurden. Wo ist mein königlicher Turban? Pures Gold.
Und das alles gehört mir. Ich werde über Gold gehen und nur noch von goldenen Platten essen. Ich werde mich nachts mit Gold zudecken. Gold. Pures Gold. Was ist mein Rubin? Den Rubin will ich haben. Ich habe den Schatz entdeckt, ihr wahnsinnigen Hände weg. Ich habe den Schatz gefunden. Die alte Kobra hatte recht. Sie werden sich gegenseitig umbringen. Zum letzten Mal, Buldeo. Ich will diesen Rubin haben. Nein, er gehört mir. Gib die Hände weg. Du elender Bartkratzer. Das Zepter gehört zu meinem Turban. Das ist nicht wahr. Habt ihr euren Verstand verloren? Überlegt doch mal. Hier ist genug für drei. Für 300, für 3000. Wir sind die mächtigsten Männer von ganz Indien. Hier, ich kann mir tausende solcher Rubine für meinen Anteil kaufen. Buldeo, du bist weise und gut. Du hast mein Leben gerettet. Du hast die Kobra getötet. Du bist mein Freund. Hört auf zu streiten und packt zusammen, was ihr haben wollt. Ja. Wir müssen hier raus, bevor es Nacht wird. Ja. Diebe! Geier! Schert euch hinaus aus dem Dschungel, wenn euch euer Leben lieb ist! Hat er das wirklich gesagt? Oder träum ich? Das war der Panther. Er sprach mit der Stimme des Wolfsjungen. Nein. Das war der Junge. Er sprach mit der Stimme des Panthers. Dieser Platz ist verhext. Kommt, beeilt euch. Hergekommen. Wo ist denn der Steg, über den wir vorhin gegangen sind? Wie kommen wir jetzt über den Fluss? Wir warten hindurch. Fluss wimmelt es von Krokodilen. Worauf wartet ihr denn?
Komm. Bruder, Sie haben sich verirrt. Jetzt gehen Sie auf die verlassene Stadt zu. Jetzt wird es sich zeigen, ob die alte Kobra die Wahrheit gesprochen hat. Wenn der Rubin den Tod bringt, stirbt einer von ihnen. Ich wollte mir den Rubin nur noch einmal ansehen. Der Barbier wollte mich umbringen. Ich hatte keine andere Wahl, Buldeo. Ich musste ihm zuvorkommen. Natürlich. Du musst mir das bestätigen. Hörst du? Du musst mein Zeuge sein, Buldeo. Töten wollen, Buldeo.
Du musst mir bestätigen, dass ich mich nur gewehrt habe. Ich wollte ihn nicht töten. Du kannst es bezeugen, nicht wahr? Gerufen? So, grauer Bruder. Jetzt lebt nur noch einer. Ihr. Jag ihm einen Schreck ein. Treib ihn aus dem Dschungel. Grinsender Bastard. Du kannst dich verwandeln in was du willst. In einen Wolf, in einen Panther, in jede blutrünstige Bestie. Du kannst mir keine Angst einjagen, hörst du? Mir nicht. Ich kenne keine Angst. Schreit! Schreit nur, so laut ihr könnt, ihr Dschungelhexen! Schreit nur! Ich werde die Hexe Messua auf den Scheiterhaufen bringen. Und dann, wenn der Ostwind weht, werde ich mit Hunderten von Männern wiederkommen und den Dschungel in Brand stecken. Ich werde euch alle verbrennen. Alle! Alle! Hati, du weißt doch, wo die Menschen wohnen, die mich ausgestoßen haben. Sie sind böse, faul und grausam. Sie töten nicht nur, wenn sie Hunger haben, sondern aus Freude am Töten. Ihre eigenen Brüder und Schwestern wollen sie sogar auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Sie sind schlimmer als Shere Khan. Es wäre das Beste, wenn wir die Menschen aus dem Dschungel vertreiben würden. Sie töten? Warum? Was habe ich davon, wenn ihre Gebeine in der Sonne bleichen? Wir wollen sie aus unserer Nähe vertreiben und ihr Dorf mit sämtlichen Gebäuden der Dschungelwildnis überlassen. Sie werden uns verbrennen, Durga. Warum hast du mich beschützt und dich in Gefahr gebracht? Ich war es, die den Wolfsjungen geboren hat. Er ist mein Sohn. Gerade deshalb, Messua. Du hättest dich retten sollen.
Nein, Messua. Wenn du umgebracht wirst, dann will ich auch nicht mehr leben. Buldeo ist wieder da! Seht! Buldeo kommt! Buldeo kommt! Wo sind die anderen? Wo ist Pundit? Wo ist der Barbier? Tot. Beide tot. Der Wolfsjunge hat sie ermordet. Aber das werde ich dem Teufel heimzahlen. Ich stecke den Busch in Brand. Ich werde diesen Bastard und das ganze übrige Gezücht ausräuchern. Schnell zum Dorf! Wir sind verloren, Mowgli! Hilf uns! Wo ist meine Mutter? Was habt ihr mit ihr gemacht? Messua liegt gefesselt in ihrem Haus. Ich wollte sie befreien, aber ich durfte es nicht. Sie sagen, sie wäre eine Hexe und müsse verbrannt werden. Dafür wird das Feuer sie alle vernichten. Sie wussten nicht, was sie taten. Hör zu, Mahala. Flieht zu der Insel, die unterhalb von hier im Fluss liegt. Wo wir die Elefanten gesehen haben. Ja, dort auf der Insel kann euch das Feuer nie erreichen. Schnell, ehe der Wind sich dreht. Dass du kommen würdest. Siehst du, Durga? Nicht mehr wagen, dich anzurühren. Wo willst du hin, Mowgli? Komm mit uns. Meine Freunde sind in Lebensgefahr. Ich muss ihnen helfen. Geht allein. Thank you.
bringe dich in Sicherheit. Hierher, Bagheera! Schneller, Hathi, das Feuer kommt näher! Nein, ich bleibe im Dschungel. Die Tiere sind meine Brüder. Ihr Schicksal ist mein Schicksal. Ihr Weg ist mein Weg. Natu! Ja, er gehört in den Dschungel. Er ist der König der Wälder. So endete mein Versuch, mich an Mowgli zu rächen. Das Dorf versank in Schutt und Asche. Und ich bin kein großer Maharaja geworden. In meinem Kampf gegen den Dschungel, den ich geführt habe, bin ich besiegt worden. Und dann? Wie ging es weiter? Was ist aus Mowgli und ihrer Tochter geworden? Haben sie sich wiedergesehen? Das Memsahib ist eine neue Geschichte.